in den berühmten 3 bis 5 Minuten ihre Ergebnisse zu präsentieren, sodass wir hier alle einen schönen Überblick bekommen und auch pünktlich wegkommen. Wir fangen jetzt an mit der Gruppe Versand und Internethandel, weil Herr Kohl hat einen besonders sportlich gebuchten Zug und wir möchten aber gerne seine Ergebnisse noch hören. Wir sind sehr gespannt, Herr Kohl. Dann darf ich Sie auf die Bühne bitten, diesen wunderbaren old-fashioned Handmikrofon, und dann ziehe ich mich zurück. So, okay, also Auftakt zum Schluss. Ich habe gesprochen für die, habe zu sprechen für die schöne Runde Versandhandel Internet, haben wir zusammengefasst. Wir haben draußen getagt, überwiegend, sind aus den Räumen rausgegangen. Das entsprach so ein bisschen der Mentalität auch der Online-Händler vielleicht. wir haben erstmal uns ganz kurz mit einer Rückschau beschäftigt, haben uns die Zahlen von gestern, die Summen nochmal angeguckt und uns gefragt, was soll uns das eigentlich sagen? Und haben zur Kenntnis genommen, es liegt offenbar eine große positive oder negative Erwartung auf der Gruppe der Versandhändler, Internethändler. Und wir haben versucht, der gedanklich gerecht zu werden, so gut wir das in der Kürze der Zeit konnten. Also wir haben nochmal konstatiert, es wird vermutet, der Versandhandel hat im Jahr 2025 vermutlich einen größeren Anteil am Umsatz als der Sortimentsbuchhandel. Das war ein Ergebnis der Zahlen von gestern. Und wir haben dazu geschlossen, dass vermutlich der Anteil des E-Payments, des E-Contents eher auch in die Richtung wandern wird, wenn überhaupt, der Buchhändler, die schon im E-Commerce tätig sind, sodass auch aus beiden Richtungen her Umsätze in diesen Kanal gehen und aus beiden Richtungen her auch Anforderungen von diesem Kanal her formuliert werden. So, dann haben wir uns mit den Thesen beschäftigt, die uns am zentralsten waren. Wir haben wahnsinnig viele zunächst mal formuliert und sie dann mühsam runtergebrochen. Ob das jetzt die gewichtet allerwichtigsten sind, ist ja immer nicht so ganz leicht zu sagen. Wir haben uns wahrscheinlich etwas mehr auf das Thema Paid Content konzentriert, weil das das neue Geschäft ist, dass der Buchversand ist im Wesentlichen ja schon beschrieben. Ist vielleicht nicht, erfordert nicht so viel Innovationsgeist. Also, erste These, wenn die Marktteilnehmer der Buchbranche keine eigenen Paid-Content-Modelle entwickeln, tun es andere. Das sehen wir heute schon, das wird künftig zunehmen. Wir erwarten mindestens so nach diesen Hochrechnungen von gestern 1 Milliarde Umsatz in Paid-Content, der irgendwie mit dem Buchbereich zu tun hat. Und ja, es ist noch nicht entschieden, wer diesen Umsatz machen wird. Zweite These, Informationen werden künftig weniger aktiv eingeholt oder werden künftig weniger gesucht als empfangen. Wir haben gesagt, der Gang in die Buchhandlung heißt eine Empfehlung oder einen Rat suchen und empfangen heißt, die Buchhandlung muss zu mir kommen. Dritte These, Bedeutung von Metadaten nimmt zu, wurde von allen nochmal lange diskutiert und wir haben es rauf und runter gedacht, sehen das, glaube ich, als auch eine ganz große Aufgabe, über die wir nachdenken müssen. Handlungsoption, zweiter Punkt, entwickelt mehr Paid-Content-Modelle. Wir versuchten mehr oder weniger flapsig das zu formulieren. Probiert mehr aus, schafft einen Wettbewerb der Modelle, der Wettbewerb der Ideen. Lasst uns einfach mehr Ideen zur Verfügung haben, aus denen man dann die besten rausgucken kann. Zweite Handlungsoption, Shop-Landschaften generieren. Wir brauchen eine Art Transfer des jetzigen Sortimentsbuchhandels, der jetzigen Sortimentskauferfahrung ins Internet. Wir können nicht nur in Suchmaschinen reinsuchen und Ergebnisse rausbekommen, wir müssen auch mehr empfohlen, angezeigt bekommen. Ist so ein Weg Richtung Buchhandel oder ein Gedanke auf den Fahrrad Richtung Buchhandel. Drittes Thema, abgeleitet aus der Bedeutung der Metadaten, pflegt die Metadaten besser, macht euch mehr Gedanken, denkt über die Qualität der Metadaten nach, fragt euch, ob die Metadaten, die wir im Moment haben, schon alles sind, ob wir nicht mehr brauchen, und beschäftigt euch mit dem Thema.
So, Verband, das dritte große Aufgabe. Was erwarten wir vom Verband? Was wünschen wir uns? So war es, glaube ich, formuliert. Wir wünschen uns vom Verband oder wir empfehlen ein fortgesetztes Nachdenken über die Nachwuchsgenerierung, über das Berufsbild im Allgemeinen. Wir haben den Eindruck, es ist immer noch nicht richtig beschrieben und erfasst. Und wir empfehlen nachdrücklich und stärker alle Arten der Fortbildung. Eine der Gedanken, die wir auf jeden Fall, oder eine Erkenntnisse, die wir auf jeden Fall hatten, weil wir annehmen, dass die Zahl der Verkaufsstellen, der Buchhandlungen abnehmen wird, weil wir aber auch annehmen, dass online neue Geschäftsfelder entstehen, empfehlen wir einfach noch den erweiterten oder einen erweiterten Begriff dessen, was wir heute so zu unseren Berufsbildern schon gehören, vorzunehmen, mehr über redaktionelle Kompetenzen, die gebraucht werden, nachzudenken und so weiter. Und noch ein weiterer Punkt, den wir wichtig fanden: Wir brauchen mehr Wissen über uns selbst, wir müssen mehr Marktforschung betreiben, wir müssen mehr Zahlen erheben, wir müssen uns besser erkennen. Im Moment, so war einer unserer heutigen kleinen Impressionen, kommt dieses ganze Feld E-Commerce und Internet, wenn man sich das Bubit zum Beispiel anguckt, einfach mehr immer noch als Fußnote darin vor. Es drückt nicht die Größenordnung aus, in denen wir uns heute bewegen und in denen wir uns morgen bewegen werden. Das war's von uns. Vielen Dank. Der Gruppe gebührt tatsächlich ein besonderer Dank. Ich glaube, ihr seid dreimal umgezogen. Aber das zeigt eben auch die Flexibilität. Ja, die Online, genau. Gut, dass wir auch hier aufs Feld geschickt haben. Hat noch einen kleinen Parcours vorbereitet. Wir kommen jetzt in die Reihenfolge, die wir ursprünglich vorgesehen hatten, fangen jetzt an mit den Publikumsverlagen. Und da steht schon der Vertreter eines großen Publikumsverlags vor mir, Herr Stegelin. Stellen Sie sich kurz vor und dann geht's los. Ja, Kino- und Jugendbuchverlag, Klaus-Peter Stegen, Marketing und Vertrieb. Wir sind die Arbeitsgruppe für die Belletristen und Schöngeister gewesen, ohne dass jemand in unserer Gruppe war. Und wir hätten uns eigentlich gewünscht, sagte zumindest Herr Lüthen, dass doch vielleicht von Ruhrwold oder jemand dabei gewesen wäre, der hätte die Kompetenz sicherlich noch angereichert. Wir haben drei Blogs, um 2025 zu erleben und was bis dahin passiert. Wir sagen ganz klar, der Verdrängungswettbewerb der Medien verschärft sich. Das heißt, der einzelnen Bereiche von Print zu Online etc. wird deutlich zunehmen und wer nicht mitspielt, wird 2025 eventuell nicht mit überleben. Die Empfehlung daraus, die Handlungsempfehlung ist, dass medienübergreifend wesentlich stärker gedacht und gearbeitet werden muss. Es muss noch klarer, was in den Verlagen ja so nicht immer stattfindet, es muss noch stärker, an dem Marketing pro Titel gearbeitet werden, um entsprechend die Zielsetzung auch bei diesen Titeln zu erreichen. Und wir empfehlen deutlich branchenübergreifende Kooperationen anzudenken und auch zu leben und zu handeln. Eine Schwierigkeit, die unsere Branche immer auszeichnet, ist, solche Kooperationen sind zwar angedacht, aber finden in der Regel dann doch zum Schluss nicht statt. Der zweite Block ist, dass die Bedeutung des gedruckten Buches sicherlich sinken wird. Das haben die Zahlen von gestern auch die Einschätzung gezeigt. Und dass die Bedeutung des Print-Content deutlich steigen wird. Wir empfehlen, neue Geschäftsmodelle anzudenken. Uns ist dabei klar, dass wir Geschäftsmodelle empfehlen, wo wir selber noch nicht richtig wissen, wie sehen sie denn zum Schluss aus. Ich glaube, es gibt im Moment noch nicht den Königsweg, wie es denn aussehen könnte. Aber auf jeden Fall muss intensiv darüber nachgedacht werden, wie die Wertschöpfung auch bei diesen Modellen dann aussehen sollte. Und wir empfehlen dringend in allen Unternehmen, dass die Verteidigungsmentalität, die das Alte bewahrt und schützt, und das Neue eigentlich nicht hochkommen lässt, dass die aufgegeben wird, sondern dass man ganz bewusst sich auch mit den neuen Entwicklungen auseinandersetzt und ihnen auch Raum gibt. Dritte These ist, dass die Umsätze verlagern sich ganz klar vom stationären zum Onlinehandel. Das ist, glaube ich, nicht innovativ und neu, das ist eine Wahrnehmung, die wir zumindest in Verlagen alle haben. Empfehlung wieder, den Vertriebswege-Mix in den Unternehmen deutlich zu prüfen und nicht nur hinzunehmen, was da passiert, sondern auch aktiv zu gestalten.
Ich glaube, das ist vielleicht ein wesentlicher Unterschied zu warten, ob bestellt wird oder ob man die Bestellung auslösen kann, sich damit sehr deutlich auseinanderzusetzen. Und die Verlage, das sagte schon vorhin auch ein Vorredner, dass die Metadaten, um tatsächlich in der Online-Welt bestehen zu können, auch die Metadaten existieren und zur Verfügung gestellt werden. Wir haben drei Wünsche für den Verband, was ja gefragt wurde. Wir empfehlen, dass der Verband die Innovationsprozesse deutlicher unterstützen sollte, gerade in den mittleren und kleinen Unternehmen, die selber vielleicht nicht das Know-how, die Fähigkeit, die Kapazitäten, die Manpower haben, und dass der Verband dort deutlicher unterstützt. Wir empfehlen auch zur heutigen Veranstaltung, die Zahlen, die jetzt gestern wir in die Welt gesetzt haben, nochmal zu verifizieren, zu hinterfragen und abzusichern. Und vor allem die Annahmen, die gestern getroffen wurden, auch festzuhalten, wie sind wir denn überhaupt auf welche Zahl gekommen, warum und wieso. Zweiter Punkt, wir halten diese Veranstaltung ausgesprochen positiv. Der Verband sollte auch mit weiteren Aktivitäten entsprechend das unterstützen und mögliche Marktveränderungen auch für die kleinen Marktteilnehmer, auch für das kleine Sortiment, überlegen, wie kann er dort entsprechend das weiterentwickeln und auch diese mit ins Boot nehmen, weil es dort eine hohe Verunsicherung gibt zu den Themen, was passiert denn da überhaupt und was machen die da überhaupt, und wir als Kleine bleiben wieder auf der Strecke. Und der dritte Punkt ist, für die Klassiker das Buchmarketing in allen Formen deutlicher zu stärken, das Buch unter den Arm zu nehmen und zu sagen, was ist denn noch ein Printbuch und welche Arten von Büchern gibt es denn in diesem Bereich. Das war es von unserer Gruppe. Vielen Dank. Vielen Dank für die sehr konkreten Ergebnisse. Ich bin gespannt, was jetzt die Publikumsverlagsgruppe B empfiehlt. Ah, da kommt der Sprecher. Ja, Geek Insight, schönes T-Shirt-Ausspruch. Stellen Sie sich kurz vor. Nicola Eckland vom Carlsen Verlag, dort in der Herstellung. Unsere Thesen decken sich zum Teil mit, wie vielleicht auch zu erwarten, mit den Thesen von Gruppe A. Deswegen greife ich jetzt mal noch die Thesen auf, die ich jetzt noch nicht wiedergefunden habe. Also unsere zentrale These ist auch, dass sich für die Verlage die Fläche im Handel deutlich verkleinert und dass deswegen auch das zur Folge hat, dass man sich eher auf die Bestseller und auf die Novitäten konzentriert. Was wir darüber hinaus sehen, ist, dass die Kommunikation mit unseren Endkunden, unser Wissen über die Endkunden und der direkte Kanal für unser Geschäft deutlich wichtiger werden und eben auch die gerade angeführte Marktforschung. Dass sich unsere Vertriebswege auch zu neuen Partnern hin bewegen und dass diese Bewegung auch Einfluss hat auf die Prozesse im Verlag. Wir haben lange diskutiert über die Frage, sind wir denn ein Gatekeeper oder sind wir ein Filter? Und was sind eigentlich die zentralen Marken, an denen sich unsere Kunden orientieren? Werden das die Verlage sein, was sie momentan ja, da sie die meisten Verlage eher die Autoren als Marke in den Vordergrund stellen, momentan noch nicht sind? Wie reagiert man darauf? Dann haben wir festgestellt, dass die Unternehmen, die wir momentan als Dienstleister bezeichnen, sich immer mehr entwickeln und zum Teil zu unseren Konkurrenten, aber auch zu unseren Partnern werden oder werden können. Genau, das durchschnittlich die Konditionen und sowohl der Aufwand im Vertrieb und im Marketing auch nicht sinken, sondern ansteigen werden. Unsere Handlungsoptionen sind, dass wir als Publikumsverlage nicht mehr nur uns nach dem Sortiment ausrichten und das Sortiment setzen können, sondern dass es eben auch weitere neue, wichtige Partner gibt. Dass wir, wie schon gesagt, unser Marketing auf die Schwerpunkttitel konzentrieren. Dass wir aber auch darüber nachdenken, sind es denn nur Produkte, die wir verkaufen können, oder haben wir auch andere Kompetenzen? Mit dem Gedanken, das Paid Service, das versteht dann unter, also auch das Category Management zum Beispiel, aber auch der Gedanke, dass Literatur viel mehr als Event gedacht werden kann, dass Literaturfestivals etc. immer mehr an Bedeutung gewinnen. Eine Handlungsoption ist definitiv, dass wir mehr Kompetenz aufbauen müssen, sowohl an Wissen als auch an Personal.
Und ich sehe gerade, ich habe den wichtigsten, also die wichtigste These jetzt gerade nicht dabei zu unterschlagen, dass wir uns auch um den Vertriebskanal Direktvertrieb kümmern müssen, weil wir genau daraus auch unser Wissen über den Kunden ziehen können. Ja. Und die branchenübergreifende Integration, die eben auch schon angesprochen wurden, die sehen wir deutlich als wichtige Handlungsoption. Was haben wir für Wünsche an den Verband? Der Verband muss mit weniger Mitgliedern und weniger Beiträgen komplexere Leistungen bieten. Und das ist eine Herausforderung, die er sich annehmen wird. Aber er muss vor allem in diesem entstehenden, sich verschärfenden Konflikt, der eben durch die sich verändernde Rolle des Sortiments abzeichnet, muss eine Position finden und muss klären, inwieweit haben wir da noch einen funktionierenden Branchenkonsens und wenn ja, muss der vielleicht anders aussehen in Zukunft. Außerdem müssen wir uns überlegen, wie denn diese neuen Player, wie wir da als Verband mit denen umgehen, ob wir sagen, hey, wir wollen die im Verband haben oder wir wollen sie nicht drin haben. Auch da muss irgendwie eine Entscheidung getroffen werden. Und ganz wichtig halten wir auch Branchenmarketing, sowohl was andere Branchen wie die Filmbranche, also die Kommunikation zwischen den Branchen, die zu stärken, als auch Aufklärungsarbeit zu leisten für die Wichtigkeit von geistigem Eigentum und dass die auch in Zukunft ihr Geld wert ist. Sehr schön. Ohne lange Vorrede, ich muss mal kurz auf meinen Zettel gucken, kommen wir zur nächsten Gruppe. Die Ratgeber Special Interest Verlage. Wer ist da? Ich bin falsch, die Fachverlage kommen. Ah, hier steht die Fachverlage, dann machen wir jetzt die Fachverlage. Ja, ich habe mich auch verlesen, vollkommen richtig, die Fachverlage kommen. Schön, dass Sie alle noch so wach sind. Hallo, mein Name ist Michael Dreusicke. Wir haben, glaube ich, ein bisschen geschludert. Wir haben also die Handlungsoptionen nicht so im Strauß gearbeitet. Ich versuche trotzdem mal zusammenzufassen, was wir gesagt haben. Zunächst mal wäre es natürlich toll, wenn wir wüssten, was kommt, aber wir mussten uns eingestehen, wir können uns halt noch nicht vorstellen, wie der Content 2025 angeboten werden wird. Wir haben aber gemerkt, dass die Veränderung nicht mehr aufhört. Also die Entwicklung, die wir sehen, ist eine unbeendete. Und jetzt haben wir als erste These herausgestellt, dass die Technologiekompetenz in den Unternehmen, in den Verlagen in dem Fall, ausgebaut werden muss. Vermutlich keine Überraschung, aber ist noch nicht überall angekommen. Aber ich denke mal, ein Fachbuch brauche ich wahrscheinlich schon. Aber das war unsere Ausgangsthese, es wird also technologielastiger. So, und um Content monetisierbar zu machen, muss er verschiedene Anforderungen erfüllen. Also wir gehen davon aus, dass die Werkidee dann also ein Objekt hat und dieses Objekt mehrfach verwertet und dass dieses Content, also dass das Werk Gegenstand der Monetarisierung sein oder momentan ist, dass das nicht so bleibt, sondern dass wir in Zukunft Geschäftsmodelle haben, die auf Content-Objekte abzielen, das heißt also auf kleinste Informationsbestandteile, die bestimmte Eigenschaften erfüllen müssen, um monetarisierbar zu sein. Dazu gehört zum Beispiel, dass es wie gesagt sehr kleine Teile sind, zum einen und zum anderen, dass sie verknüpfbar sind, dass sie semantisch verknüpfbar sind, dass sie annotierbar sind. Ja, also auch eine Technologieorientierung da drin. Dann den Hinweis, dass die Verlage vermutlich den Weg zum Kunden direkter gestalten werden müssen. Das ist auch keine Neuerung. Es ist klar, dass die Nutzungsdaten für die strategische Ausrichtung bedeutsamer werden. Möglicherweise ergeben sich daraus natürlich auch Geschäftsmodelle, dass also nicht mehr der Content selbst, sondern die Nutzungsdaten Gegenstand des Interesses werden. Wie es Google jetzt zum Beispiel auch macht, Facebook. So, wir haben gesagt, dass die Verlage neue Geschäftsmodelle lernen müssen. Naja klar, die alten tun es ja nicht mehr. Oder nur zum Teil, deswegen ist klar, dass man unter Umständen umdenkt. Das kann man mit Sicherheit auch schon an. So,
Ja, vermutlich auch für Sie keine Neuerung. Trotzdem haben wir es herausgestellt, die Verlage werden sich auf die führenden Technologien einlassen müssen und der Kunde bestimmt die Technologie. Damit war gemeint, dass der Kunde irgendwelche Devices hat und darauf müssen die Contents eben laufen. Ob das jetzt ein iPad ist oder ein iPhone oder ob das gedruckt ist, ob das ein E-Paper ist, ob das ein 3D-Hologramm ist, wir wissen es noch nicht. Aber klar ist, dass die Infrastruktur eben dafür bereitstehen muss und dass der Kunde mit seinen Bedürfnissen die Contents dann anfragen wird. Und das muss eben der Verlag beliefern. Ja. Gut, jetzt kommt unsere Wunschliste. Wir haben festgestellt, dass die Zusammensetzung des Verbands, also wir haben für uns festgestellt, dass die Zusammensetzung des Verbands nicht zu 100% offen ist Technologieanbietern gegenüber und anderen Branchenplayern. Also es könnte sein, dass die Gemeinschaft dadurch profitieren kann, dass noch andere Branchenplayer Einzug halten. Ich sehe keine Zustimmung, aber naja, das war zumindest mal eine Idee. So, vielen Dank für das doch. Herzlichen Dank. So, ja, wir haben gesagt, dass der Börsenverein mit dem schrecklichen Namen, das ist übrigens meine persönliche Meinung, Börsenverein des deutschen Buchhandels, unter Umständen, wenn er sich mal von seinem Namen gelöst hat, auch in einem größeren Zusammenhang eindrückbar wäre, dass es also nicht nur um Bücher geht, sondern eben auch um Zeitschriften und andere Contentformen. Und unter Umständen könnte dann der Börsenverein sich umfirmieren und umformieren in Richtung vielleicht Bestandteil eines größeren Verbandes zu werden, der eben mehr Content, also der im Grunde dem Prinzip Content folgt. Ach ja, und noch unser letzten Wunsch, nämlich, nee, noch zwei haben wir, dann drehe ich mal gerade um, den schönsten zum Schluss. Beschaffung von Zahlenmaterial hatten wir, glaube ich, vorhin auch schon gehört, dass es also weniger um Kaffeesatz geht und dass es weiterhin schön ist, wenn wir belastbare Zahlen bekommen. Das ist mit Sicherheit eine wichtige Verbandsarbeit, die zusammenzutragen und die Referenzen auch klar zu machen. So, und jetzt der aus meiner Sicht bedeutsamste Wunsch, aber das ist meine persönliche Meinung nur. Ich denke, dass die Zukunftskonferenz hier gezeigt hat, dass die Kommunikation zwischen so hochkarätigen Leuten sehr gut funktioniert, dass es viel bewegt. Und deswegen würden wir uns wünschen, dass die Kommunikation unterstützt wird durch Technologie, dass also es eben nicht hierbei bleibt, sondern dass das hier eben der Startschuss ist für den weiteren Austausch und dass eben wir auch Transparenz reinbekommen in die Kommunikation, in dem das online geschieht und eben alle mitmachen können. Danke. Vielen Dank, Herr Dreiseke, also der große Content-Verband, der übergreifende. Special Interest Ratgeber schließt sich jetzt nahtlos an. Dann kommt die Frau Beetz. Ja, wir waren also Annette Beetz von Marketing und Vertrieb verantwortlich beim Greif und Wasser Verlag. Und insofern war ich hier, war das ein Heimspiel, weil wir waren die Gruppe Special Interest und Ratgeber. Wir haben erstmal auch eine Bestandsaufnahme gemacht und haben festgestellt, dass der Rückgang der Fläche, den spüren wir natürlich auch als Ratgeberverlage. Wir halten uns dafür im Moment aber auch als besonders betroffen, weil wir die Verdrängung durch die Non-Books spüren, die natürlich mit Blick auf Zielgruppen, die Gießkannen und Plüschtierchen kaufen, vor allen Dingen dort aufgebaut werden, wo auch Ratgeber präsentiert werden und uns dadurch mehr als anderen und nicht unbedingt gemäß unserer Marktanteile Fläche verloren geht. Das war also nochmal eine kurze Bestandsaufnahme, um uns alle auf einen Nenner zu heben. Wir konstatieren, dass der Ratgeber durchaus und selbstbewusst den Umsatzrückgang im stationären Sortiment verringern kann. Und warum ist das so? Warum glauben wir daran? Wir erinnern uns vielleicht an die Rede von Herrn Half auf der AG KUB im Januar, das stationäre Sortiment muss Erlebniskauf bieten. Ich muss den Kunden einen Anlass geben, sich bei schlechtem Wetter vom Schreibtisch zu bewegen und in die Stadt zu gehen, weil ich dort gerne hingehe und gerne einkaufe. Und da kann besonders der Ratgeber eine echte Leistung erfüllen, weil da geht es um Haptik, um Optik, um Stöbern. Es geht um den Spontankauf. Ich weiß, ich will ein Buch kaufen, vielleicht ein Kochbuch, ein Gartenratgeber, ich weiß noch nicht welches.
und ich lasse mich vor allen Dingen im stationären Sortiment inspirieren. Ich finde dort Lebenswelten vor, die eine angenehme Atmosphäre schaffen und die das deutlich unterscheiden vom Internet-Einkauf. Und da spielt der Ratgeber eine große Rolle, da kann der Ratgeber auch sehr viel tun für das stationäre Sortiment in Verbindung vom Schaffen von Erlebniswelten. Was bedeutet das allerdings auch für die Verlage? Wenn man unser Anspruch an uns selber ist, dort nicht das große Füllhorn auszuschütten, sondern vor allen Dingen Titel zu produzieren mit hohen Erfolgsaussichten, weil am Rückgang der Fläche, die werden wir nun auch nicht ganz aufhalten können, und vor allen Dingen segmentiert zu verkaufen und gezielt einzuverkaufen und nicht den Anspruch an das stationäre Sortiment zu haben, alle unsere Titel dort präsent zu haben. Das ist also eine echte Herausforderung an den Vertrieb. Wir sehen aber auch gerade, weil wir Special Interest Verlage sind, da bin ich bei Punkt 2 oder bei, nee, bei, ja, bei Punkt 2, genau, die Sortimentsvielfalt, die wir ja in unseren Programmen haben, die können wir durchaus aufrechterhalten, weil wir eben maßgeschneiderte, nicht buchhändlerische Vertriebswege damit sehr gut bedienen können. Punkt 3 ist, dass wir der Meinung sind, dass der Versandbuchhandel für den Ratgeber eine hohe Umsatzrelevanz haben wird und weiter steigern wird und aber auch wir, also der Ratgeber, für den Versandbuchhandel eine wichtige Kategorie darstellt, weil man auch dort Themenwelten abbilden kann und vor allen Dingen Orientierung bieten kann, die im Internet sehr wichtig ist. Und wir fordern also auch den Versandbuchhandel auf, den Ratgeber dort adäquat abzubilden und unterstützen dabei auch gerne. Und vierte Anforderung, die wir haben, dass wenn wir an Content denken, dass die Verlage ihre Produkte im Internet als Qualitätsprodukte anbieten müssen und auch als solche positionieren müssen. Warum ist das so wichtig? Weil wir gerade als Special Interest Inhalteanbieter dort sehr gezielt einzelne Zielgruppen ansprechen können, einzelne Kundenbedürfnisse, maßgeschneiderte Inhalte verkaufen können und die mit einer hohen Qualität. Das bedeutet für die Verlage einen Paradigmenwechsel intern, weil sie nämlich nicht mehr in fertigen Produkten denken, sondern in Inhalten, also in der Erstellung von Inhalten. Das bedeutet einen massiven Strukturwandel für die Verlage und eine dramatische Veränderung der internen Prozesse. Und das ist eine sehr schwierige Aufgabe, eine echte Herausforderung für uns. Dann kommen wir auch an der Stelle zu den Wünschen an die Branche, an den Verband, Entschuldigung. Wir, das muss ich mal ein bisschen ablehnen, wir haben ein paar politische Themen dort uns gewünscht. Wir wünschen uns Lobbyarbeit zur Wahrung des Urheberrechts, Entschuldigung. Genau, wir möchten natürlich auch unterstützt werden bei der Beibehaltung der 7% Mehrwertsteuer für gedruckte Bücher, das hatten wir gestern schon mal als Thema. Teile wünschen sich eine reduzierte Mehrwertsteuer für E-Books, also das ist so, Preisbindung möchten wir gerne in der Beziehung unterstützt werden vom Verband. Wir wünschen uns auch als zweiten Punkt neue Formate der Verbandsarbeit, wie sieht zum Beispiel der Verlag der Zukunft aus, könnte ein Thema sein. Wir wünschen uns als Nachklapp zu dieser Veranstaltung, dass der Verband die Brennpunkte identifiziert aus all den Themen, die hier eingeflossen sind und überlegt, wer kann denn von den ganzen Branchenteilnehmern an welcher Stelle welche Unterstützung von uns gebrauchen, wie können wir als Verband beratend begleiten. Wir haben nicht die Erwartung, dass der Verband Vertriebswege zur Verfügung stellt und wir wünschen uns eine Imagekampagne für die Wertigkeit der von uns produzierten Inhalte. Hier ist bewusst nicht nur von Büchern die Rede, sondern von Inhalten, sowohl was Preisgestaltung angeht, Wertigkeit, Leseförderung, das Thema Buchpreise. Das finden wir klasse und das kann, ja, da können wir richtig viel Kraft gebrauchen, alle zusammen. Das war's. Vielen Dank. Eine lange Liste von Ideen. Jetzt kommen wir zu der Gruppe, ohne die immer noch nichts geht, nämlich die Autoren. Und wer macht da die Berichterstattung? Die Autoren sollten wir nicht vergessen. So. Ist das Mikrofon? Ja. Stellen Sie sich kurz vor und dann sprechen wir 5 Minuten. Bernhard Rieger ist mein Name.
die Autoren haben das alles als allererstes festgestellt, das wäre sozusagen der Punkt Null. Die sind eigentlich nicht richtig vertreten gewesen in den 55 Thesen, aber jetzt sind sie ja da, von daher können wir jetzt gleich weitermachen mit Punkt 1. Entschuldigung, ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Gleich wieder da. Sehr guter Trick, wenn Sie mal moderieren. Das bleibt in Erinnerung. Genau, und danach kam er nie wieder. Nee, das war nicht. Die Autoren hat sich direkt geholt. Ich habe die Chance genutzt, dass wir da oben eine Buchhandlung haben und vielleicht ein paar Beispiele mitgebracht. Also, der Autorentyp der Zukunft ist, Moment, liegt in diesem Paar. Ist zweimal religiöse Literatur, ist zweimal sehr innerliche Literatur. Das ist aber jetzt weniger das Wichtige, sondern das Kennzeichen, das die beiden Produzenten dieser Bücher verbindet, ist eine hervorragende Selbstvermarktung. Die können das beide ganz hervorragend. Das sind die Leute, die ihre Karriere, es zittert mir auch die Stimme vor lauter Erregung, die beginnen ihre Karriere im Internet. Das ist vielleicht bei der Roach nicht so und bei dem Herrn Grün auch nicht so ganz gewesen, aber dieses Modell, dass die Kanäle voll nutzen, die ihnen unweigerlich Erfolg garantieren. Also bei Roach ist es ganz bestimmt, ganz gezielt so genutzt. An seinem Grün wird nicht sein erstes Vier-Türme-Büchlein schon mit der Zielrichtung geschrieben haben, aber inzwischen weiß er genau, wie er das machen kann, dass fast jede Woche ein neues Buch von ihm erscheint. Also Dart ist dann nicht richtig, glaube ich. Selbst Dartsteller sind es nicht, sondern es sind Selbstdarsteller, das sind die Leute, die sich einfach vollkommen ohne Probleme vermarkten können. Das ist der Autorentyp, der erfolgreich sein wird in der Zukunft, besonders deswegen, weil es diesen neuen Zugangsweg über das Internet gibt. Das heißt, Autoren präsentieren sich dort in einer viel größeren Vielfalt wahrscheinlich als bisher. Es wird eine riesen Konkurrenz geben. Die Eintrittsfälle sinkt ja rapide. Man kann einfach schreiben und auf Enter drücken und dann ist man weltweit Autor. Und nun geht es darum, das zu selektieren und um zu unterstützen. Das eine ist der Punkt 2 dann, das Bedürfnis nach autorenbezogener Dienstleistung. Die Autoren können das nicht alle so gut wie die beiden, wie Roach und Grün. Das heißt, wir brauchen nun, wer ist eigentlich eine Marktlücke da? Wer ein Geschäftsmodell sucht, da könnten wir von unserer Gruppe aus empfehlen, sofort starten, ein Marktmodell, das die Autoren unterstützt, genau diesen Schritt tun zu können, wenn sie das nicht selbst können. Also ich habe noch ein weiteres Buch dabei. Dieser Autor hier hätte natürlich überhaupt null Chancen. Franz Kafka. Noch kann man lesen, Franz Kafka. Null Chancen. Null Chancen, noch irgendwo weder in einem Regal zu landen, nicht mal im Regal, weil es das Buch überhaupt nicht als Papierform mehr gäbe. Der säße irgendwo und das säße halt mit seinen Manuskripten in der Schublade. Das heißt, das Geschäftsmodell würde auch beinhalten, man geht aktiv auf solche Autorensuche, weil der Herr Kafka wäre auch nicht der jetzt rumtelefoniert und sagt, ich brauche unbedingt einen guten Berater, der mich nun überall platziert und in Google-Listen hochbringt. Das wäre der Punkt 2. Der Punkt 3 sind die Filter. Die Filter, die es ja natürlich weiterhin gibt und geben wird und umso mehr geben muss, als die gesamte Vielfalt zunimmt. Da sind sowohl die Filterinstrumente, die der stationäre Buchhandel vornimmt, ganz wichtig. Also wir haben einerseits die Situation, dass die großen, ganz großen, ich rede wirklich nur über die ganz, ganz großen Filialisten, besonders einer der beiden ganz großen, noch mehr als der andere. Alles daran setzen, die Filter noch mehr zu verstärken. Dass, also der Kaffee ganz bestimmt keine Chance hätte, da irgendwie reinzukommen. Und dann gibt es die Filter aber ja auch auf der Online-Welt.
Und da gibt es ein weiteres Beschäftigungsfeld. Man könnte einfach gucken, wie kann man Autoren dazu verhelfen, solche Filterfunktionen optimal zu nutzen. Stocke ich ein bisschen, brennt und digital, ja, das ist, die beiden Wege sind da und die werden auch nebeneinander herbestehen und die werden sich gegenseitig Konkurrenz machen und was wegnehmen, aber das Wichtigste ist sicher, dass man sieht, dass es eine Verlagerung geben wird von der jetzigen Form, also in 2025 habe ich wahrscheinlich nicht mehr so einen Stapel dabei, falls ich hier nochmal bin, sondern irgend so ein ganz kleines Blättchen, auf dem ist alles drauf, was ich das hätten wir jetzt auch schon fast. Aber trotzdem wird es diese Bücher immer noch geben. Diese Bücher haben auch immer die Funktion noch, das ist ein Zusatz, eine Zusatzsache, die sich der Buchhandel ja schon immer so, worüber sich immer schon ein bisschen an Geld gekommen ist, Dekoware zu verkaufen, also vor allem zu verkaufen und nicht gelesen zu werden, das, was da verkauft wird. Da habe ich auch ein Buch dabei. Das wäre eine gute Sache, wenn der Kraftfahrer dann nämlich einen Preis kriegt, dann geht es ihm so wie Hertha Müller, dann landet er plötzlich auf der Bestsellerliste ganz oben und alle legen sich die Stapel hin und die Leute tragen das nach Hause, aber wahrscheinlich haben die von den 100, die so ein Buch nach Hause tragen, vielleicht 7 Leute mehr als die erste Seite gelesen. Irgendwann dann, Wochen später. Eine große Chance besteht bei Punkt 5, die Autoren brauchen Partner und die Buchhändler sind wichtige Partner für die Autoren. Werden jetzt sicher oft vernachlässigt. Der Weg ist oft an den Verlag. Der Autor sieht, er kommt im Verlag nicht mehr mit seinen Sachen unter, sucht sich andere Wege. Auf jeden Fall könnte diese Situation ausgenutzt werden von den Buchhändlern. Ja, genau dem Autoren, der was sucht, ihm was zu bieten. Und es gibt genügend Buchhändler, die das schon tun. Die sagen, Autor, komm zu uns, lies hier, man kann dich anfassen, du kannst mit irgendeinem Stift, den wir dir geben, ein Autogramm vorne reinschreiben. Also ich mache jetzt ein bisschen blöd. Aber das wäre zumindest ein Modell, das ganz, ganz wichtig ist, weil das kann der Online-Shop ganz sicher nicht bieten. Ich beschleunige Sie ungern, aber ich muss es trotzdem tun. Genau, dann mache ich es jetzt ganz kurz, dann halte ich nur noch das hoch. Das hat eigentlich wahrscheinlich 2025 überhaupt keine Chance mehr, hier so vorzuliegen. Die Autoren Paul Thomas und Putzo. So, Dr. Beck ist da. Ja, nein, die Vermarktung läuft dann, also das Buch ist ganz wichtig, und aber nicht halt in der, es existiert ja jetzt wahrscheinlich auch schon vom Verkaufsanteil, vor allem in nicht materieller Form. Das lasse ich jetzt mal, mache ich ganz kurz, Vernetzungsinstrumente, das war so ein bisschen der Ansatz, die Autoren kämpfen jetzt alle für sich, jeder allein den besten Internetauftritt zu kriegen und in Communities, also Kafka zu Facebook und so, irgendeiner hat ihm das dann geraten und der setzt sich dann durch gegen, was weiß ich, ein Putzo, aber die müssen auch die Autoren untereinander so Instrumente haben, wo sie sich nicht nur als Konkurrenten sehen, sondern so gemeinsam wie wir hier sich Gedanken machen können zu dem, wie das eigentlich weitergehen wird. Und da gibt es 2 Organisationen, die ein bisschen gelitten haben. Der PEN und der VS, die sind da, aber wo sind sie? Und das wäre gleichzeitig eine Möglichkeit, aktiv Einfluss zu nehmen auf Strukturen, die sich ja beeinflussen lassen. Wir sind ja nicht alle so, dass wir das hinnehmen müssen, wie das läuft, sondern wir können ja uns organisieren und darüber reden, was wir hier tun, und darüber hoffentlich auch Einfluss nehmen. Wünsche? Ja, dann lesen Sie einfach die beiden Wünsche selbst. Und ich muss mal sagen, eine Präsentation eines Autors, die damit endet, dass er uns auffordert zu lesen, ist besser. Unfassbar, genau auf den Punkt. Also lesen wir es doch selbst, genau. Kommen wir zur nächsten Gruppe. Punkt 2 übrigens, Dienstleister für Autoren, sehr bemerkenswerter Punkt, auch strategisch hochinteressant. Wir kommen jetzt zu den Sortimentern. Nein. Der Zwischenbuchhandel, der noch
genau zwischen den Verlagen sind Sortimentern. Wer ist Berichterstatter? Hier. Stichwörter, Miriam. Ich präsentiere den Zwischenbuchhandel und die Dienstleister. Wir haben uns hauptsächlich auf den Zwischenbuchhandel fokussiert, weil Dienstleister uns dann doch ein bisschen zu waberig waren. Ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten. Wir wollten uns in kürzester Zeit uns eben halt auf genauere Themen spezialisieren. Grundsätzlich haben wir gesagt, dass im Juni für unseren Bereich nichts Falsches gesagt wurde. Also wir können die Thesen, die auf den Buchtagen präsentiert wurden, erhärten. Haben wir herausgefunden, dass das alles in Ordnung ist. Unsere Thesen sind, dass das grundsätzliche Geschäft des Zwischenbuchhandels, der Abrechnung und die Logistik bestehen bleibt. Also wir brauchen es physisch, aber wir brauchen es auch im Digitalen auf jeden Fall. Ob wir das jetzt mit LKWs den Content durch die Gegend fahren oder irgendwie mit Leitungen und Bits und Bytes oder sowas, die Dienstleistung bleibt bestehen. Als weitere These, dass Kundenbindung ist immer wichtig, aber es wird noch mehr wichtig für den Zwischenbuchhandel, die Verlage auch bei sich zu behalten und auf deren Wünsche auch einzugehen und relativ früh auch zu sehen, was der möchte, der Verlag, und je nachdem nicht gleich zu gucken, inwiefern sich das im nächsten halben Jahr rentiert, sondern auch mal dann vorauszuschauen und sagen, okay, wenn der Kunde das möchte, müssen wir das einfach tun, um da auch innovativ zu sein. Das Digitalgeschäft, wie gesagt, machen wir uns als Zwischenbuchhandel jetzt nicht so die Sorgen, das kriegen wir hin. Die Bücherwagendienste, die tatsächlich mit den LKWs durch die Gegend fahren, die haben natürlich da wesentlich mehr Probleme. Und als letzte These haben wir auch gesagt, dass das Digitalgeschäft zwar grundsätzlich steigt, auf jeden Fall, aber wir glauben nicht, Stand heute, dass das Digitalgeschäft den physischen Umsatzrückgang 1:1 kompensiert. Also da muss noch irgendwie mehr irgendwas sein, was wir uns überlegen müssen, dass dieser Umsatzrückgang von 25%, den wir erwarten, wirklich wir irgendwie auffangen können. Dann unsere Handlungsoptionen ist unter dem Oberbegriff Überschrift grundsätzlich mehr Flexibilität, mehr Kreativität. Die Welt dreht sich einfach einen Ticken schneller, seit das Digitalgeschäft auch da ist, also mit Buchdruck und so. Dadurch ergeben sich konkrete Sachen. Wir müssen im Zwischenbuchhandel neue Produkte nach dem Sortiment nehmen, die natürlich buchhändleraffin sind, dass der Buchhändler die auch in jedem Fall verkaufen kann. Also wir haben gesagt, T-Shirts und Joghurt ist vielleicht jetzt nicht so das, wo die Kompetenz des Buchhändlers liegt, aber er kann Inhalte verkaufen und er kann auch Themenwelten verkaufen. Und da muss natürlich auch der Zwischenbuchhändler gucken, dass er diese Sachen, also diese Produkte auch im Sortiment für den Buchhändler hat. Und Inhalt auch in diesem, was auch schon gesagt wurde, stationärer Buchhandel ist Lebensgefühl auch verkaufen. Also dass man das wirklich stärkt, dass man sich freut, dass man da zusammen einkaufen geht und die schöne Handtasche kauft oder sowas oder halt dieses schöne Buch kauft, dass man samstags da flaniert und da wirklich ein Erlebnis auch in der Buchhandlung hat. Das muss der Zwischenbuchhandel natürlich unterstützen. Ebenso muss der Zwischenbuchhandel nach seinen Kunden gucken, nach seinen neuen Kunden gucken. Also im Digitalbereich könnte das mal das Beispiel Starbucks, die E-Books verkaufen möchten, ist der Zwischenbuchhandel immer noch auch dabei und genauso auch physisch. Also wenn jetzt, keine Ahnung, irgendein Kaffeehändler physisch irgendwie Bücher verkaufen möchte oder andere Produkte, die ja dann der Zwischenbuchhändler auch im Sortiment hat, ist er auch der Ansprechpartner, weil Logistik kann er. Es wird eine Ausweitung des Endkundengeschäfts geben, was es jetzt auch schon gibt vom Zwischenbuchhandel. Es wird sich ausweiten und auch wieder mehr Flexibilität, Kreativität. Die Dienstleistungen werden breiter. Also auch Dinge, die wir uns jetzt vielleicht noch gar nicht so vorstellen. Da muss der Zwischenbuchhandel immer up to date sein, immer wissen, okay, wo kann ich mich positionieren, was braucht der Kunde Verlag, was braucht der Kunde Buchhandel. Und auch nochmal so als Unterbegriff grundsätzlich zu der mehr Flexibilität, mehr Kreativität auf jeden Fall, halt agieren und nicht reagieren. Also nicht, wir hatten schon vorhin, ich glaube, das Häschen vor der Schlange oder sowas, da nicht sitzen bleiben und große Augen machen, sondern wirklich reingehen, sich da wirklich ja, gucken, wo kann ich mich positionieren und es dann auch dann wirklich tun, den Mut und das Risiko eingehen auch. An den Verband haben wir 6 Wünsche. Was wir uns wünschen würden, ist so ein Ansprechpartner, so ein Gesicht für digitale Fragen. Also wir haben auch gesehen natürlich, dass der stationäre Buchhandel mit der ist, der am weitesten weg ist vom digitalen Geschäft, aber auch Verlage, die da einfach viele Fragen haben, was wir immer wieder merken, obwohl es viele Veranstaltungen dafür gibt, ist es doch sehr heterogen, wie das Wissen einfach aufgebaut ist. Wirklich von dem Verlag, der nicht mal der Buchhändler, der nicht mal eine E-Mail-Adresse hat,
zu einem, der wirklich schon einen tollen Online-Shop hat. Wie gesagt, da würden wir uns wünschen, ähnlich wie zum Beispiel Dr. Sprang, es halt auch im Digitalbereich jemand gibt, wo einfach die ganze Branche weiß, den kann ich anrufen, da wird mir geholfen. Dann haben wir auch das Stichwort Buchhändler-Tage für Buchhändler, weil wir halt auch das Gefühl haben, worüber uns wir hier sehr gefreut haben, dass viele, viele Buchhändler da sind und ganz toll mitdiskutieren und haben uns echt alle gefreut. Aber das ist halt auf den klassischen Buchtagen momentan, die einfach diese Zielgruppe unterrepräsentiert ist. Und die hat es am meisten nötig. Was wir uns auch wünschen würden, geht ein bisschen einher mit dem Ansprechpartner für digital. Ist eine Wissensdatenbank im Mitgliederbereich. Wir haben ja auch schon Börsenblatt Newsletter, werden auch schon glossarmäßig Sachen beschrieben, dass man das wirklich in eine Datenbank reinbaut im Mitgliederbereich, wo für Sortimente, für Verlage, für alle nachzugucken ist, nach Begrifflichkeiten, vielleicht auch so Leuchtturmprojekte, wo ist die tolle Buchhandlung, was hat die für eine tolle Idee gehabt, was hat ein Verlag präsentiert, dass wir so eine zentrale Anlaufstelle haben, also einerseits als Mensch unter Punkt 1 und andererseits auch als Datenbank, wo ich mir meine Informationen herziehen kann, wo ich aber auch mich einbringen kann auf jeden Fall. Noch mehr muss der Verband ein digitales Bewusstsein schaffen, verstärken und schulen. Also es, wie gesagt, es wird schon viel gemacht und wir honorieren das auch, aber oft sieht man halt auch die gleichen Nasen auf der Veranstaltung. Da muss noch mehr gesagt werden, okay, wir haben das Buch, wir lieben das Buch im Print, aber wir haben auf jeden Fall auch das Digital und dieses Bewusstsein noch mehr, es wird schon viel gemacht, aber noch mehr in den Verband zu tragen. Der sechste Punkt haben wir kurz abgekürzt in AG Innovation. Also wir haben uns für Arbeitskreise, für den Zwiebo, für Publikumsverlage und so weiter, vielleicht da nochmal so eine Stabs-AG drüber zu bauen oder sowas, die sich noch mehr mit den Innovationssachen auch beschäftigt. Das soweit von uns. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt noch drei Präsentationen vor uns und das Schlusswort von Herrn Skipis. Ich hoffe, wir können Ihre Geduld noch in Anspruch nehmen. Jetzt kommt Vollsortiment, Gruppe A. Ja, Andrea Nunne, AKS-Sprecherin und Buchhändlerin in Hamburg. Ich möchte damit beginnen, was nicht mehr sein wird. Es wird folgerichtig auch aus den Zahlen von gestern 40% weniger Buchhandlungen und Buchhandelsflächen geben als heute. Es wird aber dafür geben, ganz tolle Buchhandlungen, die dann bleiben werden. Paid-Content-Umsätze werden auch dort im stationären Sortiment stattfinden. Und ganz wichtig ist, das Vollsortiment und das allgemeine Sortiment wird eben nicht nur in Zukunft die Buchhandlung vor Ort sein, sondern auch der Online-Shop. Das wird Hand in Hand gehen. Daraus folgt vor allen Dingen auch für die Ausbildung oder für uns Buchhändler. Buchhändler sind selbstbewusste Serviceanbieter und möglicherweise werden die kommunikativen Fähigkeiten in Zukunft wichtiger sein als vielleicht unsere klassische Buchhandelskompetenz. Die Handlungsoptionen. Das allgemeine Sortiment wird sich als Spezialist für das Buch herausstellen. Also noch mehr sich auf seiner Kernkompetenz spezialisieren und sich damit einfach abgrenzen zu den Großflächen, die offensichtlich mehr in die Mixrichtung und Nebenmärkte hineingehen. Das heißt aber nicht, dass wir nur Buch im gedruckten Sinne sein werden, sondern es wird bedeuten, dass wir Buchhandlungen Erlebnisse verkaufen. Noch mehr als bisher Erlebnisse statt Produkte. Das wird emotionalisierter sein als bisher, mit Eventcharakter und es wird kombiniert sein mit neuartigen Online-Angeboten, Internet-Angeboten, die wir uns heutzutage vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Es wird mehr Vernetzung bedeuten. Vom Verband wünschen wir uns, dass auch für kleinere Buchhandlungen mehr Vertrauen gestärkt wird, dass Service-Angebote stärker vernetzt werden, auch mit denen, die vielleicht schon vorhanden sind. Und als Resümee würde ich mir vom gesamten Verband, von uns als Branchebund wünschen, ein selbstbewusstes Nebeneinander des gedruckten Buches mit den E-Büchern. Das Nebeneinander selbstbewusst auch in Zukunft darzustellen als Verband, damit wir auch in 15 Jahren noch Bücher verkaufen, die uns erfüllter, besser leben lassen. Das wünsche ich mir auch, dass das auch in 15 Jahren noch stattfindet. Vielen Dank. Bin gespannt, was die zweite
Vollsortiment der Gruppe hat? Wir haben das etwas ausführlicher, glaube ich, oder nicht so schön zusammengefasst. Also findest du seine Martin aus der Schiller Buchhandlung in Stuttgart. Wir sagen, der Versandbuchhandel wächst, wenn auch nicht mehr so rasant im Moment. Es wird eine Marktbereinigung stattfinden, und zwar die Anzahl der Buchhandlungen wird zurückgehen. Es wird auch dazu kommen, dass es einen Rückgang der Vollsortimente in kleinen Städten geben wird. In Großstädten werden Spezialsortimente anwachsen. Der Direktvertrieb durch Verlage wird zunehmen, wobei wir, diese These war bei uns umstritten, vor allem was den Umfang des Direktvertriebes anbelangt. Wir werden einen stark schrumpfenden Schulbuchmarkt haben und das besonders stark im Nachmittagsmarkt. Die digitalen Inhalte werden zulasten von Printprodukten steigen, aber es wird keine vollständige Kannibalisierung geben. Und es wird eine starke Veränderung im Konsumverhalten da sein. Es muss alles schneller gehen, es muss unkomplizierter gehen und es muss einen spontanen Zugang geben. Shopping wird zum Erlebnis. Die Bedeutung von Non-Books wird steigen, aber abhängig vom Standort und von der Größe der Buchhandlung. Die Anforderungen an die digitale Kompetenz der Buchhändlerinnen und Buchhändler wird steigen. Daraus haben wir folgende Handlungsoptionen entwickelt. Ein Webshop inklusive Versand ist Grundvoraussetzung für das Überleben von Buchhandlungen. Wir halten es genauso für wichtig, dass die Buchhandlungen eine individualisierte Website haben. Die Buchhandlungen müssen sich zur Marke machen. Es ist wichtig, dass wir uns vor Ort vernetzen und Kooperationen durchführen. Wir müssen analog und digital in den Dialog treten mit unseren Kundinnen und Kunden. Das heißt, es muss Kundenbindung vor Ort geben, aber auch digitale Vernetzung über Social Media. Social Reading sollte es geben, und zwar digital, aber auch analog in Form von Lesekreisen. Buchhandlungen müssen immer wieder Kundenanalysen und Standortanalysen machen. Und wir müssen Beratungskompetenz erwerben für die gesamte Produktpalette. Und wir müssen Non-Books führen, aber die Non-Books müssen auf das Sortiment der jeweiligen Buchhandlung abgestimmt sein. Unser Stichwort war da auch Themenwelten. Wir hatten leider dann irgendwie nicht mehr so viel Zeit. Deshalb haben wir nur noch einen Wunsch an den Verband formulieren können. Dieser Wunsch ist, dass es eine Marketingkampagne für das Buch und den Buchhandel gibt. Der Adressat dieser Marketingkampagne soll der Endverbraucher sein. Wichtig ist, dass es beim Endverbraucher gut ankommt. Es muss nicht zwangsläufig allen Buchhändlerinnen und Buchhandlern und Buchhandlungen gefallen. Die Ausschreibung soll an Agenturen, also an Freie gehen, aber der Verband muss sich dazu verpflichten, eine der vorgeschlagenen Kampagnen danach wirklich durchzuführen, damit nicht weitere schimmelnde Vorschläge in den Schubladen des Börsenvereins liegen. Dankeschön. Die Veranstaltung steht unaufhaltsam im Höhepunkt entgegen. Und wir kommen jetzt zur Gruppe. Was macht der Verband daraus? Und da warten wir natürlich drauf. Herr Huck. Danke für das Thema Höhepunkt. Mal schauen. Ich glaube, Herr Rieger hat alle Latte sehr hoch gelegt. Hans Huck, mein Name, Echtzeit Hamburg, langjährig in der Verlagsbranche, langjährig im Ehrenamt des Börsenvereins, im Arbeitskreis Editions Publizieren und nicht ganz so langjährig auch im Zwischenhandel. Wir haben uns tatsächlich so in der ersten Stunde des Zusammenfindens einfach ausgetauscht, was wir gestern denn mitgenommen haben. Sie sehen mich gleich hier spicken, weil die Zettel waren so schnell weg, dass ich die mal abschreiben konnte. Aber es sind die Themen aufgetaucht, die natürlich Sie auch in den anderen Gruppen adressiert haben. Die Wahrnehmung ganz schnell zusammengefasst, ich komme gleich zu den Thesen. Zukunft sehr komplementär, neue Marktteilnehmer, zum Teil verbunden. Entschuldigung. Komplementär die Zukunft, neue Marktteilnehmer, zum Teil eine existenzbedrohliche Situation für Mitglieder, veränderte Dienstleistungen, ein zunehmender Wettbewerb im Bereich Ausbildung um wirklich gute Leute, demografischer Faktor etc. Die Bedeutung der Lobbyarbeit nimmt in jedem Fall zu, das Thema Mediennutzung, Datenbereitstellung etc., das haben wir auch diskutiert. Wir haben dann versucht, in unserer Gruppe dann uns auf Thesen zu verständigen. Sie sehen mich etwas stocken, weil ich habe
gegenüber der Arbeitsgruppe, in der ich gestern war, wo ich überrascht war über die schnelle Konsensfindung, heute erlebt, dass wir es Gott sei Dank schaffen, auch sehr schnell zum Dissens zu kommen. Aber umso besser ist es uns dann vielleicht doch gelungen, uns zusammenzuraufen. Und dort, wo wir wirklich Dissens haben, werde ich kurz darauf hinweisen. Zu den Thesen, wir haben auch etwas schludrig Thesen und Handlungsoptionen wohl vermischt. Aber ich denke, wir kommen trotzdem zu einem Ergebnis, was einigermaßen transparent ist. Erste These, der Börsenverein muss in Dialog mit neuen Playern treten und die Zusammenarbeit in jedem Fall suchen, ob das in einer Mitgliedschaft mündet oder nicht, ob wir das wollen oder nicht, das haben wir offen gelassen. Es ist dem Verband aber sehr bewusst, dass er in diesem Bereich weiter unbedingt aktiv und tätig sein muss. Zweite These. Die Klärung von Notwendigkeit und Inhalt des Prinzips Buch für Verband und Markt in allen Branchenteilen, ich sag mal, herbeiführen, fängt man so ein bisschen im Verb. Das taucht auch in den Thesen des Juni auf, das ist richtig. Wir sehen das weiterhin als Notwendigkeit, weil wir glauben, dass das noch nicht angekommen ist. Drittens, ganz klares Dissensthema, hätte ich fast gesagt, und ich sage gleich inhaltlich, Wertigkeit des Buches muss nach außen getragen werden. Das ist das Ganze, was sich bei anderen Gruppen unter Buchmarketing verborgen hat. Und wir haben sehr intensiv uns darüber ausgetauscht, ob das ein reines Print, ob das ein, ich hätte fast gesagt, Prinzipbuch ist. Wir haben uns dann, glaube ich, verständigen können, dass wir das der Ausarbeitung der Kampagne überlassen müssen, wie wir die Wertigkeit legen, vor dem Hintergrund, dass wir wahrscheinlich zum Start der Kampagne weiterhin 99,5% unseres Umsatzes mit Print machen und wie die Kampagne vielleicht so, bin mal optimistisch, 12 aussieht oder wie sie 2015 oder wie sie 2020 aussieht, das wird sich durchaus einfach ändern, aber das Bewusstsein auf jeden Fall da, das braucht die Branche, das ist Aufgabe des Verbands. Vierte These, die Lobbyarbeit muss in jedem Fall noch verstärkt werden und sich auf den digitalen Markt verstärkt ausweiten. Schlagworte Piraterie, Preisbindung, Mehrwertsteuer. Und wir müssen natürlich auch nach Europa schauen, nach Brüssel schauen und dort darauf achten, dass die Interessen vertreten werden. Das taucht in den anderen Arbeitsgruppen als Wunsch auch auf. Fünfter Punkt. Um die Vielfalt der Branche zu erhalten, muss der Verband die Regelungen der Zusammenarbeit der Sparten, die sich die Mitglieder ja selbst gegeben haben, überprüfen. Damit haben wir tatsächlich gemeint, die Vielfalt tatsächlich auch in den Vertriebswegen, also wie stützt der Verband mehr das kleinere mittlere Sortiment, die kleineren mittleren Verlage, einfach um das Asset, was die Branche hat, nämlich eine Vielfalt, das, was dann in dem Gesamtbegriff Kultur mündet, zu unterstützen. Das war auf jeden Fall Konsens. Wie weiter? Wir haben uns ja ein bisschen Gedanken gemacht zu dem Thema Kommunikation, mit Blick auf die Uhr dann nicht mehr ganz vielleicht zu tiefgehend. Ich starte mal mit dem fünften, weil es in jedem Fall wichtig ist, die Kommunikation über die Zukunftskonferenz und deren Ergebnisse muss angeregt werden. Das ist zum einen natürlich die vom Verband dann veröffentlichte, sagen wir mal, Schlussfolgerung aus der Zukunftskonferenz. Gleichzeitig auch zu beachten die öffentliche Schlussfolgerung. Ich meine, aus unserer Arbeitsgruppe heraus wird, glaube ich, nicht getwittert, aber aus anderen schon. Dass die Zahlen in der Welt sind, die Stimmungen sind in der Welt und auch der Appell an uns hier und andere im Verband natürlich die positiven Effekte hier dieser Zukunftskonferenz natürlich auch zu kommunizieren in allfälligen, Herr Dreusiger sprach von Technologien, die verwendet werden sollen. Genau das finden wir auch. Wir sollten also dieses Spielfeld nicht denen vielleicht überlassen, die nur schwarz malen, sondern wir haben ja alle ein sehr, sehr positives Gefühl über dieses Thema Veranstaltung hier und darüber sollten wir auch reden, wo immer wir es können. Ich gehe zurück zu dem Punkt 1 und 2. Natürlich muss der Verband dafür Sorge tragen, dass wir das in die Landesverbände, über die Landesverbände und die Gremien in die Breite bringen. Dass wir einfach, in welcher Form auch immer, es erreichen, dass wir mehr von dieser Konferenz der letzten beiden Tage hier in die Breite bringen. Das ist der dritte Punkt, in einem passenden Veranstaltungsformat das in die Mitgliedschaft zu tragen. Der letzte Punkt, den ich nehme, weil ich den fünften gesprochen hatte, ist das Thema Austausch mit der europäischen Branche. Wir haben durchaus eben den klaren Hinweis, dass sich in anderen Ländern die Menschen, die Verlage und Buchhändler vertreten, genauso mit diesen Themen beschäftigen wie wir auch. Und auch mit dem Blick auf die These 4 Lobbyarbeit soll dieser Austausch dann intensiviert werden. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Damit wieder Zeit bleibt, mir nur noch zu sagen, lieber Herr Skippes,
Sie bekommen das Schlusswort. Schon überfand ich Sie. Ich gebe Ihnen das Mikrofon. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich brauche 3 Minuten. Ich möchte einmal kurz noch in Erinnerung rufen, was wir eigentlich jetzt gemacht haben, gestern und heute. Gestern und heute haben wir uns darüber versucht zu verständigen, was in 15 Jahren in dieser Branche los sein wird. Wenn wir mal zurückblicken, was vor 15 Jahren war, dann sehen wir, dass das Internet gerade so an das Netz gegangen ist. 98 kam Google und Amazon und dann erst ging es richtig los. So, und wir haben jetzt 15 Jahre in die Zukunft geschaut. Ich finde das ein unglaubliches Unterfangen, vielleicht fast unmöglich, aber unglaublich spannend. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber der Erkenntnisgewinn in diesen 2 Tagen in den Diskussionen war für mich, ich sage es mal ganz vorsichtig, wenn ich sonst in vielen, vielen anderen Gremien sitze, hier war der Erkenntnisgewinn überdurchschnittlich. Es war großartig. Und ich möchte als allererstes nochmal den Urhebern der 55 Thesen danken, Herr Riedmüller, Herrn Heinrich und in absentia Herrn Ulmer. Herzlichen Dank dafür, dass Sie uns diesen Ball ins Spielfeld geworfen haben. Wir haben ihn aufgenommen. Und die Namen jetzt der beiden vor allen Dingen soll und möchte ich Ihnen, den Teilnehmern, ganz, ganz herzlich danken für Ihre Unterstützung und Ihre Diskussion. Ich fand es schon überwältigend, wie die Anmeldesituation war, die Teilnahmesituation spiegelt das genau wider. Und dass so viel Kompetenz jetzt hier versammelt ist, die sich austauschen konnte, ist unglaublich wichtig auch für den Input letztendlich in den Verband. Was ist das Signal, was von dieser Konferenz ausgeht? Meiner Meinung nach ist das Signal ein unglaublich positives. Das erste Signal, was ausgeht, ist, die Branche beschäftigt sich mit seiner Zukunft und pennt nicht vor sich hin wie andere Branchen, Klammer auf, zum Beispiel Musikbranche. Das ist ein unglaubliches Signal nach außen. Das zweite Signal ist, nach Einschätzung aller, die hier sind, fast aller, die hier sind, heißt es, dass der Buchmarkt wächst. Der Buchmarkt wächst. Und das haben wir einem Produkt zu verdanken, das so großartig und kostbar ist, dass man es hervorheben muss. Und ich meine nicht das Buch, sondern ich meine das Prinzipbuch. Es geht um diesen Inhalt, denn die Verlagerung des Geschäfts ins Netz mit digitalen Content, wie man so schön sagt, bedeutet nichts anderes als die Faszination Buch in das digitale Netz zu tragen und dort genau für das zu werben, was das Buch ist, nämlich etwas, was offensichtlich ein menschliches Bedürfnis sehr intensiv befriedigt, ein menschliches Bedürfnis nach nachhaltigen Texten, nach längerer Beschäftigung und tiefergehender Beschäftigung. Das ist das zweite positive Signal. Das dritte, dass es eine Verteilung innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette geben wird, ist ein zum Teil für Branchenteilnehmer bitteres Signal. Aber ich weise noch einmal darauf hin, dass diese Einschätzungen, die wir hier gemacht haben, eine Einschätzung ist, dass alles so bleibt, wie es ist und sich einfach nur fortentwickelt. Wir haben die Chance, diesen Wertschöpfungsprozess zu gestalten. Und ich finde, das ist ein positives Signal, was wir daraus nehmen, dass wir daran anknüpfen und sagen, wir gestalten ihn und dann werden wir ihn auch möglicherweise weiterhin verändern. Das sind aus meiner Sicht die positiven Signale, die aus dieser Zukunftskonferenz hervorgehen. Ich möchte noch ganz kurz den Organisatoren danken, allen voran Frau Werner. Frau Werner, herzlichen Dank noch einmal. Das war wirklich eine großartige Leistung, auch in der Kürze der Zeit, das aus dem Boden zu stampfen. Und natürlich das ganze Team, die Moderatoren und die anderen Mithelfer, allen sei aus meiner Sicht ganz herzlich gedankt. Ich kann Ihnen nur versichern, ich fand diesen Input unglaublich wichtig. Wir werden ihn im Verband umsetzen. Aber ich fordere Sie auch nach dieser Zukunftskonferenz auf, gestalten Sie Ihren Verband mit. Der Verband bin nicht ich, der Verband ist nicht der Vorstand, sondern der Verband sind Sie. Also gestalten Sie ihn mit, damit wir Ihnen die Dienstleistung geben können, die Sie wollen und die Sie auch brauchen. Herzlichen Dank, kommen Sie gut nach Hause und noch einmal, ich fand es einfach eine super Veranstaltung. Das Börsenblatt liegt hier vorne. Ansonsten guten Appetit. Das Essen ist hinten im Libresso. Ja.
und nochmal vielen Dank für Ihre wunderbare Unterstützung und bis zum nächsten Mal.